So, grüß Gott, mein Name ist Christian Burkhardt, ich bin Konrektor an der Mittelschule Zwiesel. Ja, um über die Zukunft etwas sagen zu können, muss man häufig in die Vergangenheit zurückgehen. Es war einmal ein Thomas Michler, der ist 2010 an unsere Schule gekommen und hat uns Ideen einer Zusammenarbeit des Nationalparks mit unserer Schule vorgestellt. Ich war gleich angetan von diesen Ideen. Wir haben uns zusammengesetzt und haben versucht, aus diesen Ideen Projekte, die sowohl schülergerecht als auch lehrbahngerecht sind, auszugestalten. Und so ist dann in diesem Zusammenhang auch die Idee geboren, einer Nationalparkschule. Herr Dr. Leibl, der Chef vom Nationalpark, war sehr aufgeschlossen dieser Idee gegenüber. Und so konnten wir 2011 zu den ersten drei Nationalparkschulen gehören dann. Ja, es war das Jahr 2011. Wenn man damals in die Zukunft blickte, war noch in Teilen der Bevölkerung Skepsis gegenüber dem Nationalpark. Diese Skepsis war auch bei manchen Schulen noch vorhanden. Mittlerweile haben wir zahlreiche gemeinsame Unterrichtsprojekte unternommen, zum Beispiel zum Thema Pilze, Biodiversität oder Mikroskopieren. Wir haben mehrtägige Projekte unternommen, zum Beispiel auf der Tummelplatzhütte. Ja, und so schreiben wir mittlerweile das Jahr 2020. Die Zukunft hat schon begonnen. Die Akzeptanz des Nationalparks in der Bevölkerung ist sehr groß. Und bald jeder, glaube ich, hat mittlerweile verstanden, dass jeder vom Nationalpark profitieren kann. Und auch zum Thema Nachhaltigkeit, was ja immer gefordert wird, kann man sagen, dass man nirgends besser die Nachhaltigkeit unseren Schülern beibringen kann als im und mit dem Nationalpark.